Hier ist für uns noch einmal ein Ausschwabach, Thomas Schmidt. Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich ja noch einen Text lesen darf, was im Grunde nichts anderes heißt, dass ich in der ersten Runde abgekackt habe. Aber ich freue mich im Prinzip über jeden Auftritt. Es liegt an meinem fortgeschrittenen Alter. In meinem Alter kann jeder der Letzte sein, deswegen... Schön, dass ich noch einen Text lesen darf. Ich wollte unbedingt mal einen Text schreiben über ein Thema, bei dem ich mich auskenne. Der Text heißt Dummheit. Ich stelle gerade fest, er sieht genauso frisch aus wie der Vortragende. Egal. So ein Smartphone ist schon eine geile Sache. Ich bin immer wieder erstaunt, wie die Leute das geschafft haben, ein Notizbuch, ein Telefon, einen internetfähigen Kleinkomputer, einen Fotoapparat, eine Taschenlampe und die gesamte CD-Sammlung sowie 10 bis 48 Fotoalben in so ein kleines Ding zu kriegen. Wenn du das in meiner Jugend alles mit dir rumschleppen wolltest, hättest du dich immer mit einem 12-Tonner fortbewegen müssen. Du musst dich halt damit abfinden, dass die 800 Gramm in deiner Hosentasche schlauer sind als du selbst. Ich habe neulich mal gelesen, dass so ein durchschnittliches Smartphone mehr Rechenleistung besitzt, als die NASA 1969 für die Mondlandung zur Verfügung hatte. Und dass das Gerät intelligenter ist als der Nutzer, das sieht man im Grunde sofort, wenn man einmal die Kommentarspalten auf Facebook oder unter für gewöhnlich gut recherchierten Zeitungsartikeln liest. Das Internet ist voll mit Kommentaren von Menschen, die sich wortstark darüber beschweren, dass sie ihre Meinung nicht mehr äußern dürfen. Nichts darf man mehr sagen, es wird man wohl noch sagen dürfen. Schlimmer als in der DDR ist das. Danke, Merkel. Sogar jetzt noch, wo die Angela jetzt Olaf heißt. Das liest man dann und dann fragt man sich, ob man selber blöd ist, weil man nichts gemerkt hat. Ich meine, ich habe mich noch nie wie in der DDR gefühlt. Okay, einmal Samstagmittag, als beim Lidl die Bananen aus waren, aber sonst. Aber beim Googlen erfährt man wirklich auch ganz, ganz tolle Dinge. Zum Beispiel, dass Elefanten die einzigen Säugetiere sind, die nicht springen können. Elefanten und ich. In Maryland ist es verboten, einen Löwen mit ins Kino zu nehmen. In Alabama ist das Dominospielen am Sonntag strengstens verboten. Und ein Gesetz in Alaska untersagt es, lebende Elche aus fliegenden Flugzeugen zu stoßen. Wobei ich mich frage, tote Elche gehen wohl, oder? Aber egal, ich schweife ab. Doch für mich die Erkenntnis der letzten Zeit, Achtung, ich verschicke den Satz auf Wunsch, auch gern nach der Veranstaltung als PDF, mit Zahnpasta bestrichene Hochspannungsleitungen summen bei Regen weniger. Da fragt man sich doch, wer hat denn das herausgefunden? Hat da jemand mit der Hilfe von Steuergeldern über die Kariesprophylaxe in der Energieversorgung promoviert? Warum macht man sowas? Hat da einer seine Blockhütte unter einer Hochspannungsleitung gebaut, weil Wohnraum sonst zu teuer ist und dann festgestellt, schön haben wir es hier. Nur bei Regen, da ist es nicht so toll. Da summen diese Leitungen. Da mussten wir was unternehmen. Wir haben dann unseren Jüngsten hochgeschickt. Streich mal Zahnpasta drauf, habe ich gesagt. Das hilft bestimmt. Und es hat geholfen. Jetzt haben wir ein Kind weniger, aber bei schlechtem Wetter wenigstens unsere Ruhe. Ich meine, wie geht sowas? Vielleicht war es auch irgendein Chemiker, der morgens beim Zähneputzen festgestellt hat, dass er mit dem ganzen Schaum im Mund nicht mehr richtig summen kann. Und der dann ein paar Jahre rumgerechnet hat. Sorbitol plus Triclozan ergibt in der chemischen Verbindung mit Pyrophosphat und H2O nichts anderes als CHIL2. Chill. Ruhe. Und ist damit heißer Anwärter auf den Nobelpreis, weil er etwas entdeckt hat. Das ist selten geworden. Wir haben doch schon alles entdeckt. Ich meine, so ein Gefühl, wie es Christoph Kolumbus gehabt haben muss, als er das erste Mal die Bahamas betreten hat, die er für Indien hielt, okay. Aber so ein Gefühl, das hast du doch heute nur noch nach zweiwöchigen Zelten vor dem Apple Store, wenn du dann endlich dein neues iPhone in Händen hältst. Oder aber, du findest das mit der Zahnpasta raus. Damit kann man ganz bestimmt das ganz große Geschäft machen, so mit Werbung im Fernsehen und so. Ich als Zahnarztgattin empfehle auch beim Breitbandkabel morgens Aronal und abends Elmex. Da fließt der Datenstrom absolut geräuschlos. Vielleicht ist es aber auch nur ein ganz, ganz groß angelegter Idiotentest. Da hat einer ein Gerücht gestreut und mit seinen Kumpels gewettet, wie viele Vollidioten das mit der Zahnpasta ausprobieren. Und ich an seiner Stelle, ich wäre bei der Zahl so richtig in die Vollen gegangen, denn Idioten gibt's genug. Ich meine, Dummheit hat so viele Gesichter und damit meine ich jetzt nicht nur das nordkoreanische Pfannkuchengesicht mit dem Topfhaarschnitt oder sein ehemaliges amerikanisches Alter Ego mit no Haarschnitt at all. Aber vielleicht war ja auch gar nicht Donald Trump der Idiot, sondern die ganzen Vollpfosten, die ihn gewählt haben. Denn Wahlergebnisse sagen viel aus, zum Beispiel auch über die regional feststellbare Idiotendichte. In Sachsen kann man das ziemlich genau sagen, da leben 27,5%
So viel haben da bei der letzten Landtagswahl die AfD gewählt. Eine Partei, die zum Beispiel das Thema Homosexualität aus den Schulen raushaben will und aktiv gegen eine Ehe für alle kämpft. Kann man machen? Muss man aber nicht. Aber mal ganz ehrlich, wenn du lesbisch bist und mit deiner Partnerin in einer eingetragenen Partnerschaft lebst und gleichzeitig Vorsitzende einer Partei bist, die das alles scheiße findet, so wie die Alice Weidel von der AfD, ja sorry, da musst du schon davon ausgehen, dass deinem Kleinen ein paar Platinien falsch verlötet worden sind. Das ist wie wenn du als Vegetarier Vorsitzender im Verband deutscher Schweinemastbetriebe bist. Mein Name ist Clemens Tönnies, ich ernähre mich vegan. Oder dich als maximal pigmentierter Afroamerikaner für eine Mitgliedschaft im Ku Klux Klan bewirbst. Okay, kannst du sagen, bei den Kapuzen sieht das eh keiner, aber dennoch, die Idee als solche erscheint mir nicht völlig ausgereift. Wie man so viel Dummheit ringsumher ertragen soll, ich weiß es nicht. Manch einem hilft ein guter Wein, der anderen ein gutes Buch. Ihr wisst, ihr geht zum Slam, da wisst ihr ganz genau, die Idioten sind die auf der Bühne. Aber wenn die Dummheit unerträglich wird, wenn du es wirklich nicht mehr aushältst, weißt du was? Dann nimm dir eine Zahnpasta und bestreich damit eine Hochspannungsleitung. Denn dann hast du auf jeden Fall deine Ruhe. Vielen Dank.